Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von I Am Kong und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid hier zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ich habe den Namen vom Planeten hier vergessen und irgendwie... Oh, Moment, ich muss, glaube ich, einmal kurz zurück auf mein Spiel klicken. Ja, genau, sonst funktioniert das Gamepad nämlich nicht. Ja, und wir machen hier einfach mal weiter. Aber im letzten Part... bin ich ja hier zurückgegangen, um abzuspeichern und war mir nicht sicher, bleiben wir jetzt noch weiterhin auf diesem Planeten oder können wir woanders hingehen? Also die Antwort auf die Frage ist eigentlich relativ simpel. Beides ist möglich. Wir kommen hier an verschiedene Bereiche noch nicht ran und glaubt mir, ich habe zwischendurch nochmal versucht. Ich bin hier gesprungen und gehüpft und habe mit allen möglichen Kombinationen nochmal versucht, irgendwie ein bisschen was rauszuholen. Aber zum Beispiel diese... Wie soll ich es denn nennen? Wir haben hier so unterschiedliche Plattformen und Brücken, die man irgendwie gefühlt, ne, irgendwie ranziehen müsste, wo aber nichts passiert. Ne? Oder auch wenn wir, das kann ich euch vielleicht nochmal auf die Schnelle zeigen, auch wenn wir hier direkt an dem Schiff hier unten reingehen, ne, wir werden hier quasi schon reingelockt, aber wir können hier unten nicht besonders viel tun. Ne, da seht ihr dann ihn hier, ne, rennt weg. Hup, du, 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 du. So, und wir haben keine Möglichkeit, ne, egal ob wir hier mit dem Schwert draufhauen oder ob wir... die Macht irgendwie nutzen. Ja, wir können den hier durch den Ritz sehen, aber wir kommen noch nicht weiter. Genauso wie hier hinter uns. Da sehen wir so verschiedene Sachen, so eine Kugel. Ja, man möchte meinen, man könnte die mit der Macht irgendwie bewegen. Ja, aber wir haben diese Macht noch nicht. Deswegen ist ja nichts mit bewegen. Und deswegen würde ich sagen, können wir erstmal woanders hingehen und würden, können, sollten... Ja, so würde ich ja diesmal behaupten, ne? Später wieder auf diesem Planeten hier zurückgehen, um dann eventuell noch ein bisschen mehr zu erkunden. Ne, ich glaube, wir können auch sehen, und das zeige ich euch gleich auch im Schiff, ne, wie viele Prozent wir von dem Planeten hier schon erkundet haben. Wie viele Geheimnisse, wie viele Kisten und so weiter und so weiter. Und wir wissen ja, dass hier noch einiges ist, ne? So. Ne, und hinein. Achtung, Dynamikumfang, ne? Hammermäßig. So, was haben wir dann hier? Da wollte ich auch nochmal drauf gucken. Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Und einmal das Mikrofon hier noch richtig einstellen, damit mir nicht im Blickfeld ist und ich aber trotzdem vernünftig reinquatschen kann. Alles klar. Ja, das ist doch schon mal was. Besorg mir ein paar Samen. Ja, ob jetzt von hier oder so, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir können schätzungsweise, also ich hoffe einfach mal, dass das so ist, später nochmal hierhin zurück. So, hier könnten wir jetzt den Holotisch benutzen, um uns wahrscheinlich einen anderen Planeten auszusuchen. Da war ja irgendwie Datumeer und dann habe ich schon wieder vergessen, aber ich quatsche erstmal mit ihr hier nochmal. Sphere. Hallo. Fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja, aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Draußen. Fiel mir etwas über mich von vor der Auslöschung ein. Es war schmerzhaft, aber auch wie ein verlorener Teil von mir. Das ist gut. Du lernst die Macht wieder zuzulassen. Wie könnt ihr das sagen? Weil ich weiß, wie es ist, ohne sie zu leben. Okay, ich versuch's weiter. Ja, Freunde, wir wissen auch, wie es ist, ohne die Macht zu reden, ne? Leben. So, dann... Weil ich muss es zumindest zugeben. Also ich hatte mich mal... ja, nicht gespoilert, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich habe halt mal reingeguckt, ob man an der Stelle hier den ganzen Planeten eben halt fertig machen muss. Also ob wir was verpasst haben, ob wir irgendwie dran vorbeigerannt sind oder ähnliches. Und dabei habe ich eben halt gesehen, okay, ne, also folgendes, Moment. Legen wir den Kurs fest. Genau, Bogano, da sind wir gerade drauf und wir haben erkundet 63%, ne, die sind erkundet. Wahrscheinlich könnte ich jetzt auch die Karte nochmal aufreißen. Sehe ich da noch mehr oben? Holotisch auf den bla 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 bla. Okay, drücke ich doch mal auf A. Ja, Landeplatz. Also ich meine, wir sehen ja verschiedene Bereiche, wo man eventuell hin kann oder eben halt nicht hin kann. So sehen wir zum Beispiel hier unter uns. Ne, würde ich jetzt mal fast behaupten. Manchmal gar nicht so leicht die richtige
Nee, aber da, wo wir eben halt gerade runtergelaufen sind, ne? Also da sehen wir mehrere Türen und Durchgänge und an der Werkstatt war ja auch noch ein bisschen was und da ist noch was Verstecktes, ne? Wie sagt man, versteckter Gang? Moment mal, versteckter Gang? Ne, beim ersten Mal hieß es, da geht's nicht weiter. Da könnten wir noch mal ganz kurz gucken gehen, bevor wir uns verpissen. Würde ich fast mal sagen, ne? Wir sehen hier oben, ne? Unerkundet. Ne, und die roten Klamotten, da sehen wir eben halt, ja, da kommen wir noch nicht hin. So wie hier so eine Brücke, ne? Ja, wir können die Brücke noch nicht nutzen. Ne, irgendwelche abgeschlossenen Türen gegebenenfalls. Ich will auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwo dran vorbeigerannt bin. Ne, hier finde ich zum Beispiel interessant, unten Ebene 3, ne? Auch was Rotes, aber das sieht mir auch noch nah. Ah ne, das war draußen, genau. Ich weiß, wo es war. Ich würde jetzt wahrscheinlich so nicht dahin finden, aber wir haben ja die Karte hier. So, also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erledigen. Und hier könnte man jetzt wirklich noch mal gucken. Machen wir auch. Da gehen wir noch mal gucken. Ne, das ist nicht weit. Moment. Ja, erst mal raus. Ne, ich neige zur Sprunghaftigkeit. Oder wie sagt man? Warte mal. Laufen, 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 laufen. Nils! Das kann böse enden, mein Freund. So, dann werden wir erstmal hier hochgehen. So, da waren wir am Anfang schon. Also jetzt, ne, da geht es normalerweise rüber. Und hier, wie gesagt, waren wir schon. Und da hieß es, es würde nicht weitergehen. Oh, Bock. Allerdings hatten wir da auch noch nicht unseren Wir können an der Wand laufen Skill, ne? Deswegen. So, Tatsache, jetzt könnten wir den hier tatsächlich verwenden und. Okay, rechts, links, ne? Aha. Okay, da unten, da gibt es dann tatsächlich noch ein bisschen was zu erkunden. Guck mal, der Große, da ist er. Ist ja nicht super drollig. Allerdings, so weit können wir nicht springen. Ich würde mir echt gerne mal Hallo sagen. Ne? Ja, das machen wir dann auch mal. Ne? Erstmal runterklettern. Ja, oder bei dem Versuch draufgehen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Naja, wir sind ja immerhin weich gefallen. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Den Behälter erhalten. Ja, ich wollte schon sagen, die Dinger, die können, sind doch bestimmt unendlich, oder? Ah, maximale Anzahl 1. Den Behälter erhöhen. Das sieht doch irgendwie aus, als... Mit dem Brocken werden wir später bestimmt noch interagieren müssen. Ja, das ist doch nicht die Ecke, wo ich glaube, dass sie es ist, oder? Oh doch, das ist die Ecke, wo ich glaube, dass sie es ist. Okay, da können wir dann wenigstens sagen, haben wir schon, ne? Hier waren wir schon. Hier haben wir schon alles leer gefegt. So, dann würde ich dann trotzdem mal den Ausruher machen.
Alles klar. Blick auf die Karte. Ja, wir sind jetzt eben halt durch das Loch da rein, ne? Wobei, wir hatten da noch was anderes gesehen. Von oben, ne? Da gab es dann auch noch so ein... eine andere Ecke, wo man sich hätte halt runterfallen lassen können. Meine ich zumindest. Ja, allerdings, jetzt kommt auch erstmal wieder die große Frage, wie kommen wir noch, wie genau kommen wir jetzt nochmal zurück? So, auf jeden Fall, ne, fast richtig, haben wir dann hier diese Abkürzung. Ne, aber können wir leider noch nichts machen. Genau, dann roll ich mich wahrscheinlich hier noch hier den Klippe runter. Würde mir auf jeden Fall ähnlich sehen. So, den hier haben wir erreicht. Ja, immer die Frage, wo geht es jetzt denn tatsächlich hin? Nach oben. Und hier geht es auf jeden Fall noch weiter nach oben und dann kann ich mich, glaube ich, hier herüberschlängeln. Wir hauen einfach erstmal alles irgendwie durch. Moment. Wie sie aber fein ausweichen können. Das können sie, ne? Die Mistviecher. Hier haben wir im Prinzip auch zum ersten Mal davon gehört. Ne? Hier der SCOMP-Anschluss muss für die Bedienung des Geräts repariert werden. Ne, was wir aber momentan noch gar nicht können. So, und ich wollte das hier haben. Ne, ich glaube, hier richtig zu sein, um wieder zurückzukommen. So weit, so gut. Läuft. Wobei, da oben, da waren wir ja schon. Oh. Ne, hör auf, mich komplett aufessen zu wollen.
Ja, ganz nebenbei. Also ich habe ja hier mit Absicht den Story-Modus gewählt. Ich hatte dann noch ein Video gesehen, wo einer sagt, um Gottes Willen, nimm bloß nicht den Story-Modus. Ja, sonst erfahrt ihr noch was über die Story. Ja, also es gibt halt eben halt auch Leute, die sagen, die Kämpfe wären hier eben halt der nackte Überwahnsinn und wir würden den meisten Spaß machen. Ich kann mit beiden Spaß haben, ne? Also ich bin da nicht so. Ja, aber hier sind wir dann auch gleichzeitig wieder an so einer Ecke, ne? Ja. Ne, wo wir mal so ein Rätsel hatten. Hier unten kommen wir nicht rein. Ja, da kommen wir nicht rein. Ja, oben. Ja, das Ding kriegen wir nicht auf. So, aber wenigstens kommen wir hier durch. Oder bin ich jetzt schon wieder falsch gelaufen? Ja, zack, zack, zack. Hey, hallo, ihr drolligen Drollinge hier. Da werde ich jetzt mal nicht in die Löcher hupsen. Ja, nee, auch nicht reinfallen, wenn es geht. Ja, ich glaube, dieses geheime Ding hatte ich hier schon gefunden und auch die Kiste bekam ich noch nicht auf. So, jetzt müssen wir wieder zurück zum Schiff. Und ich würde sagen... Oh, ne, ja. Na dran. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir reisen jetzt nach Datummeer. Also das eine Ding haben wir jetzt noch gekriegt. Ja, dann sind wir halt, ne, auf 63,5% oder so. So. Wie gesagt, gucken wir uns das Ganze mal an. Wo geht's hin? Oh, 67% haben wir sogar geschafft. Wie gesagt, später werden wir das Ganze nochmal machen. Datummeer. Was habe ich gesagt? Und Zepho haben wir da. 0% erkundet. Ach, und hier sehen wir es jetzt unten auch richtig, ne? Dann auf der Karte, ne? Hier, Bogano. 67% erkundet. 4 von 16 Truhen. Leute, 16 Truhen. 3 von 6 Geheimnissen. Ey, wir haben knapp über die Hälfte. Also hier fehlen noch über 30%. Ja, aber das wären wir, wie gesagt. Und deswegen denke ich mir, diese Anzeige, als ich die sah, ich meine, okay, wenn wir irgendwann auf Datummeer sind, wir werden wahrscheinlich immer wieder zurück zu unserem Schiff können und theoretisch zwischen all diesen Planeten erstmal hin und her reisen. Und deswegen, wir gehen jetzt nach Datummeer. Würde ich mal sagen. So. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datummeer? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Schlimmer. Diese Hexen. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende... bei einem Massaker fast ausgerottet. Datummeer ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort.
Bin gleich wieder da. Ja, jetzt habe ich mich hier schon langsam bewegt, deswegen habe ich die Entscheidung nicht gesehen. Okay. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datomir? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz, aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachtet ihr? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen, so oder so. Ihr habt bestimmt ein düsteres Geheimnis. Das macht das Schiff ein wenig heimisch. Schon okay, Grease. Alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Ich kann mir aber nicht helfen. Ich habe wirklich immer Ricke vor Augen. Ach, und ich kann... Habe ich das schon gesehen? Dass ich hier speichern kann. Ach, und guck mal hier. Lichtschwert anpassen. Werkbank. Ne, was ist das nur immer mit den Werkbänken in diesem Star Wars Spiel? So, Farbe. So, Premium-Inhalt. Ne? Das ist wieder was, ne, wenn ich drauf drücke. Was soll das heißen? Dass ich jetzt, dass ich Premium-Inhalt habe? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal irgendwas, ne? Warum sieht das so ranzig aus da unten? So angeknabbert und Drähte gucken raus. Mut und Weisheit 2. Megito. Ich wollte gerade sagen, wir sind bescheiden, ne? So ein goldenes Lichtschwert. Nee, so ist, ich will jetzt nicht orange sagen, ich sag mal halbrot. Kann der nächste Fertigkeitspunkt gesetzt werden. Wundervolle Sache das. So, dann lass mal rausgehen. Ne? Gucken wir uns die Gegend mal ein bisschen genauer. Was sagen wir, der Ausgang vorhin nicht hier? Sieht ein bisschen aus wie Korriban auch, ne? Glück haben wir da nicht gestanden. Na, so ein Glück. Hey, Moment. Moment, ich kann ja auch rennen, ne? Falscher Knopf. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Wegen dem Ding mache ich mir keine Sorgen, sondern warum kann ich da nicht rüberhupsen? Ah. Nee, ganz einfach, weil ich mich wie ein Volltrottel anstelle. Ja. Normaler Klettertag. So, Moment. Wollen wir dem erstmal ins Kreuz springen, ne? Ja.
Ne, Puck. Da wollte ich dann allerdings auch nochmal irgendwo drauf drücken, beziehungsweise ich drücke hier mal auf die Karte. So, aber hier kann man auch drauf drücken und dann sieht man tatsächlich auch ein paar interessante Informationen. Also immer, wenn man da diese Dinger, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Dinger hier vorlesen soll oder so. Ein Nidra Nydak ist das jetzt gewesen. Aber okay, Charaktermodelle, ne? So weit, da stehe ich drauf. Kann man schöne Wallpaper draus basteln. Setze auf eine starke Verteidigung, um die aggressiven und unerbittlichen Angriffe der Kreatur abzuwehren. Kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ne? Also, alles klar. So, mit B, jetzt kann man zurück. Datomir. Na, guck mal, da haben wir dann hier auch die ganzen Viecher. Da kann man zumindest einmal kurz so durch, ne? Die Bockratte. Bockdo. Mein Gott. Ja, schon ein bisschen drollig aus. Ne? Splocks. Wer denkt sich solche Namen aus? Splocks. Oder Octobocto. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Mhm. Hochgradig aggressiv, unglaublich schnell und extrem ausdauernd. Und resistent gegen Lichtschwerter. Komisch, also dafür haben wir aber mit unserem Lichtschwert ganz schön Unheil angerichtet an dem Ding, ne? Das ist auf jeden Fall interessant. So, dann gucke ich mal ganz kurz oben in die Datenbank rein. Imperium auf Brake. Also ich glaube, ich werde irgendwann mal zwischendurch hier nochmal reingucken. Ne, das hätte ich ganz am Anfang mal machen sollen. Genau wie hier. Das ist dann Poncho. BD1. Die Mentis. Ach, guck mal da. Da können wir tatsächlich auch, ne? Poncho. Ja, das sieht ja drollig aus. Oder auch nicht. Ach nö, also weiß, da ist ja doch ganz, ne, ist doch drollig. Wie gesagt, da werde ich später nochmal reingucken. Auch die Fähigkeiten, ne, ist ja eigentlich interessant, ne? Verlangsam. Wandlauf. Fertigkeitsbaum. Da habe ich das Gefühl, da werden wir noch öfter reingucken gehen. So, jetzt haben wir hier erstmal. Was? Ich schaue ja hin. Sie öffnet sich nicht. Blutrückenspiel. Binne. Ne, ich sollte mir vielleicht angewöhnen, bei sowas dann immer sofort drauf zu drücken. Ne? Kann Fernangriffe mit giftigem Speichel ausführen. Ja, haben wir. Ne? Sondern nach dem Tod eine toxische Säure ab. Auch das haben wir gerade gemerkt. Also manchmal ist das ein bisschen frustrierend. Ne? Da hat man schon irgendwelche Special Spells, ne? Und nein, kommt trotzdem nicht in die Hütte rein. Was soll denn das? Zugeben, ich finde diese, ne, draufhauen, also dieses Durchspalten, ich finde es irgendwie eklig. Ne, das ist doch irgendwie überhaupt nicht Jedi-like, oder? Ne, und hier versuche ich jetzt gerade erstmal so ein bisschen rauszufinden und auszuklügeln, wo denn der beste Weg ist überhaupt so. Bitte was? Ja.
wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du... Was? Alles? Seit deinem letzten Fähigkeitenpunkt erhaltene EP. Was? Okay, allerdings habe ich auch gerade eben 9 Punkte gekriegt, ne? Wiederherstellen. Füge dem Gegner Schaden zu. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt. Jetzt will ich gucken, was passiert hier. Respawn. Zum ersten Mal, ne? Heilung dauert eine Weile. Behalte also deine Umgebung im Blick. Ja, da habe ich vorher ein bisschen rumgeschlunzt, muss ich ganz ehrlich zugeben auch. Gucken wir mal, was passiert jetzt? Wo sind wir? Geht hier vor sich? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Die elementaren Fragen des Lebens. Okay, wir sind gerade aus dem Raumschiff gekommen. Ich kann mich wieder mit meinem Sprung hier blamieren.